Ja, wir sind da mitten im Wald auf der Rosalia, in einem wunderschönen Mischwald. Man fühlt sich richtig wohl. Ich bin ja als Waldpädagoge schon seit 20 Jahren im Wald unterwegs mit verschiedensten Gruppen. Und wenn man dann die Wirkungen des Waldes kennengelernt hat, ist es in Wahrheit nur mehr eine Zeitfrage, bis man die Teamcoachings nach draußen legt. Weil wir haben da draußen alle Möglichkeiten, um noch besser zusammenzukommen, um noch besser gemeinsam zu arbeiten. Es gibt da so viele tolle Möglichkeiten draußen. Man schaut sich nur um, man sieht alle Farben, die uns beruhigen. Grün, Braun, Töne und so weiter. Noch dazu muss man sich vorstellen, es gibt in der Luft ganz viele ätherische Öle, diese Düfte. Die beruhigen uns, die Vögel zwitschern, der Wind rauscht in den Blättern. Das ist auch für uns Ruhe. Es ist natürlich auch so, dass wir, wenn wir im Wald sind, ein ganz anderes Setting haben. Das heißt, wir sind nicht in einem Seminarraum, wir können ganz anders miteinander arbeiten. Jeder freut sich auf den Wald, weil der Wald ein Ort der Freude ist, der Kindheit. Wir haben alle im Wald gespielt. Also insofern ist auch der Wald natürlich ein Bereich, den wir alle nützen wollen. Ja, das ist einfach, wenn die Leistung nachlässt, wenn die Leute miteinander nicht können, wenn sie Probleme miteinander haben, wenn das Zwischenmenschliche nicht so funktioniert, dann ist es Zeit, dass man Teamcoaching macht. Weil dann können wir diese Themen besprechen, dann können wir die umsetzen und können wir verbessern, dass es jedem wieder gut geht und dass wieder vom Sollen zum Wollen die Leute wiederkommen. Es ist so, dass ich schon seit Anbeginn meiner frühesten Kindheit mit meinen Eltern immer im Wald war und mit meinen Brüdern. Ich bin da mehr oder weniger in den Wald hineingewachsen und habe ihn lieben und schätzen gelernt als Spielplatz, als Ort der Ruhe, als Ort der Entspannung, als Urlaubsort. Also das war für mich immer klar, dass das mein Favorit ist als Platz, wo ich leben oder sein möchte, der Wald. Und habe dann natürlich, so in etwa vor 20 Jahren war das, als Waldpädagoge meine Berufung im Wald gefunden, mit vielen, vielen Kindern und Erwachsenen. Und weil ich die Wirkungen des Waldes wirklich von der Pike auf gelernt habe, wie sie wirksam werden und sein können, ist es für mich ganz logisch gewesen, die Leute hinaus in den Wald zu bringen. Ja, und so ist es auch gekommen, dass ich dann mit den ersten Gruppen vor 20 Jahren schon unterwegs war im Wald und da waren die Erfolge einfach riesengroß. Natürlich sind dann wieder einige Ausbildungen dazugekommen bei mir und so. Ja, und da stehe ich dann heute und mache meine Teamcoachings im Wald und natürlich zum Teil auch im Seminarraum.